Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Möge der Bessere gewinnen. K. Also K ist nur mit einem K unterschrieben, genauso wie es auch auf dem Brief stand. Gibt es da Scareclaw? Scareclaw? Nein, was? Hä? Ach, dann spielt ihm das nicht. Ja, beschwöre ich den blauäugigen weißen Drachen und erneut den blauäugigen weißen Drachen auf mein Spielfeld. Aber damit hast du meine Fallenkarte aktiviert, und zwar Wasserlochfallgrube. Und jetzt meine beiden anderen Monster, greif direkt. Nein! Ja, damit hast du tatsächlich das Duell gewonnen. Starkes Duell, Gualan. In der rechten Ecke haben wir Dr. Wurstpeter. Und in der linken Ecke haben wir René Brain. Man grabbelt jetzt also schon Yu-Gi-Oh! Spieler von der Straße auf. Ja, die Straße ist ein Frühstück. Das ist einfach nur lächerlich. Legen wir los. So schnell wie möglich hinter uns. Ich sag mal, was du drauf hast. Dann setze ich drei und du bist dran. Okay. Wenn er nur wüsste, dass ich bereits alles habe. Drei Karten gesetzt. Mehr braucht es nicht. Versteckt sich jemand hinter lilanen Karten? Normale Beschwörung. Kuschelkritik. Das ist in Ordnung. Battleface. Ich greife dich direkt an. Bist du sicher? Mit 3000 wirst du nicht hinwegkommen. Na gut, dann gebe ich an dich an. Alles klar. Dann war dies vielleicht dein letzter Zug. Dann zeig mal, was du drauf hast. Alles klar. Ich werde meine anderen Fallenmonster beschwören. Und jetzt aktiviere ich meinen Skill. Was kann der? Ich werfe eine Karte ab und durchsuche mein Deck nach der besten Karte, die jemals in Yu-Gi-Oh! Existiert. Ich zeige sie dir sofort. Ich hoffe, du bist bereit. Ich bin bereit. Bereit auch zu verlieren? Das werden wir sehen. Wenn ich jetzt alle meine drei Monster opfern. Und ich schwöre, nein, ich beschwöre kein Monster. Was ich beschwöre, ist ein Gott. Obelisk der Peiniger. Okay, das klingt schon mal gar nicht mal so schlecht. Und zeig mal, was so dein Obelisk drauf hat. Jetzt zuerst eine Karte verlegt. Aber jetzt greife ich an. Obelisk, Angriff auf die Schildkröte. Ein Obelisk kann nicht für Karteneffekte gewählt werden. Aber ich habe trotzdem eine Waffe gegeben. Kugel-Kuribo! Aber wie funktioniert das? Sie wählt ihn nicht. Das heißt, er ist nicht von ihr berührt. Unberührt. Kein schlechter Zug. Mehr. Für einen Anfänger nehme ich das so hin. Dann ist nun mein Zug. Viele Götter sind in der Geschichte schon gefallen. Ich werde zeigen, dass deiner das auch kann. Dann reden wir Diogenes. Ich ziehe. Dann spiel auch. Momentan habe ich noch nichts dagegen. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir da noch. Ich setze nun ein Monster in verdeckten Verteidigungsposition und dann gebe ich erstmal an dich ab. Ich brauche noch etwas Zeit, um meinen Schlachtplan aufzustellen. Du zögerst nur deinen Tod voraus. Drehen den Angriff. Mhm. Los, Angriff auf die Schildkröte. Okay, dann aktiviere ich den Effekt und hole mir aus dem Deck eine weitere Kopie der UFO-Schildkröte. Nur noch Zeitschinderei. Von mir aus, dann mach deinen Zug. Okay, dann bin ich dran. Ich ziehe. Er denkt, ich verteidige mich. Dabei bereite ich alles vor. Ich glaube, ich brauche vielleicht noch einen Zug. Wer weiß. Ich setze ihn auch in die Verteidigungsposition und dann gebe ich auch wieder an dich ab. Sieht er denn nicht, dass er nichts machen kann? Ich werde nichts weiter tun. Weiter angreifen auf die Schildkröte. Damit ist hier den Effekt nochmal. Und hole mir aus dem Deck den Cyberphönix. Ja, von mir aus. Hat dein Gott noch einen Termin? Ja, Termin sind die nächste Runde. Aha. Ich dachte noch eine Maniküre vielleicht. Die vielleicht auch noch. Die Fäuste. Wenn du so weiter so redest. Die schwellen immer so an. Ja. Du bist dran. Ich ziehe. Er denkt, er hat gewonnen. Doch ich habe einen Plan. Sein Gott wird fallen. Du wirst niemals meinen Plan kommen sehen. Du bist dran. Was Großartiges kann es nicht sein. Ich ziehe. Mehr als ziehen kannst du auch nicht, oder? Das ist alles, was ich brauche. Obelisk, Angriff! Alles klar, wenn mein Cyber für dich durch Kampf zerstört wird, kann ich eine Karte ziehen. Draw. Keine Karte wird dich von dem Untergang retten. Du bist dran. Ich bin nun dran. Alles klar. Ich ziehe. Oh, ich
ziehe. Noch viel mehr, als du es dir je träumen könntest. Ist jetzt eine Karte verdeckt. Und dann bist du dran. Dann machen wir weiter. Ich bin dran. Obelisk, los! Angriff! Ich habe noch einen Cyberphönix für dich in der Hinterhand. Effekt. Oh. Guck dir mal diese Hand an. Keine dieser Karten wird dich schützen. Obelisk ist praktisch unbesiegbar. Selbst dein Kuribo konnte kaum was ausrichten. Dann mach nur. Du bist dran. Zeig, was du kannst. Götter, wie sie zu Fall gehen. Es gibt noch so viel mehr als Monster. Und ich werde dir zeigen, was ich für dich im Petto habe. Bist du bereit? Große Sprüche für ein Straßenkind. Na los, dann zeig doch her, was du hast. Zeig dir mal, was mit die Straße alles drauf hat. Ich spezialbeschwöre meinen Cyberdrachen auf meiner Hand. Eine Spezialbeschwörung, weil du ein Monster kontrollierst und ich keines. Dann beschwöre ich als Normalbeschwörung meinen Cybertal. Was hast du da vor? Alles kleine läppische Monster. Ja, kleine läppische Monster, die sich aber mittlerweile im Friedhof zusammengeläppert haben. Ich zeig dir nun mit meiner Überlastfusion, was ich dir alles an Schmerzen zubereiten kann. Ich verbanne nun 6 Maschinenmonster von Spielfeld und Friedhof und beschwöre als Fusionsbeschwörung Chimera-Tech-Überdrache. Der hält 800 Angriffspunkte für jedes Fusionsmaterial, das verbannt worden ist. Aber das bedeutet, er hat ja 4800. Ja. Das ist nicht wenig. Mein Chimera-Tech wird dich nun zu Fall bringen mit seinen 4800 Angriffspunkten. Wie kannst du es wagen? Nur gut, 800 Lebenspunkte sind es. Du hast meinen Gott besiegt. Mal sehen, was noch so drauf hast. Dein einer Gott schien mir als einzige Strategie dazu zu sehen. Und mal sehen, was du drauf hast. Sag mal. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, das ist die einzige Strategie, die ich drauf habe. Du hast meine Fallenkarte vergessen. Ich beschwöre, Schädel so mal in Verteidigung. Was kann diese Karte? Nun, das wirst du jetzt gleich sehen. Gibst du deinen Zugreiter ab? Ja. Nun gut, das ist dein Ende. Ich ziehe. Nun, Schädelsoma, auch wenn es eine Falle ist, hat eine ganz besondere Fähigkeit und du wirst jetzt nun sehen, was das ist. Ich drehe in Angriffsmodus. Was kann er? Ich sage es dir sofort. Wir gehen in die Battle Phase. Und okay. Ich greife an. So ein jämmerliches Monster kann doch meinen Chimera-Tech-Überdrachen nicht besiegen. Ich habe 4800 Angriffspunkte. Dein Chimera-Tech-Drachen will ich gar nicht besiegen. Ich besiege dich direkt. Wenn er im Kampf zerstört wird, werde ich dir Schaden zufügen. Wie viel? In Höhe des Angriffs deines Chimera-Tech-Überdrachen. Nein! 4800 Punkte. Nein! Nein! Was für ein verzweifelter Versuch. Dachte er wirklich, er kann mich besiegen? Egal, weiter. Ich werde das Turnier gewinnen. Ha 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 ha.